Damit können wir jetzt hier starten. Wien startet auf T-Seite Oberösterreich, auf der CT-Seite. Jetzt hier schnell in Gang gekommen. Und jetzt schon fast Viertel nach. Schön, dass ihr erstmal alle hier an Mittwochabend eingeschaltet habt. Mal gucken, was sind denn eure Predictions für das Spiel? Wie denkt ihr, wie das Game ausgeht? Schreibt es einfach mal in den Chat. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Kappa. Rip Money. Auf jeden Fall Rip Money. Egal, auf welches Team ihr gesetzt habt, Rip Money. Zrelli, danke dir auf jeden Fall für dein Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Weiß, also vielleicht habe ich schon sehr, sehr krasse Aktionen gesehen. Mal gucken, Team Wien hat ja einen neuen Spieler auf jeden Fall, mindestens den Nino dabei. Mal gucken, wie der sich schlägt, von dem habe ich noch gar nichts gesehen. Aber gucken, wie der sich so schlagen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Game hier ausgehen wird. Da, mal gucken, worauf wir jetzt noch warten. Ich hab gehört, Checkmate lässt jetzt erstmal 10 Euro Donation da. Okay, 1 vs 9. Alles klar. Dann ist ja alles klar. Minimatch. mal gucken. Mal, dass das Match jetzt echt hier gleich mal starten kann. Ich weiß nicht, worauf wir hier noch wirklich warten. Ich hasse dieses Warten. Das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Da freue ich mich drauf. Aber wir können jetzt hier in die erste Runde starten auf D2. Oberösterreich gegen Wien in der ESL Deutschen Ländermeisterschaft in den Playoffs. Ich glaube, der Gewinner muss gegen... Lasst mich nicht lügen, gegen den Gewinner vom Match Rheinland-Pfalz gegen Hamburg. Da denke ich mal, wird Hamburg dann doch die Nase vorn haben gegen Rheinland-Pfalz, wenn ich das mal so sagen darf. Geht's hier überlang. Beide Spieler direkt sehr, sehr defensiv verschoben. Boosten sich da gegenseitig on-spot. Haben jetzt einen an Rampe stehen und einen on-spot. Da fällt der erste Frag. Sominium mit dem Frag gegen Light. Alex mit dem Frag. Aquarian fällt auch gegen Biginore. Jetzt sind es hier 3 gegen 4. Toxi geht jetzt hier direkt über kurz. Da muss der Headshot sitzen. Schönes Ding hier. Von ihm gegen Sominion. Jetzt ist hier 2 gegen 2. Da kommt die Flash. Flasht dann nicht wirklich jemanden. Da sitzt der Frag auch nicht direkt. Kommt nochmal der Headshot nach Bombe. Tickt jetzt hier. Wird durch lang gehalten. Aber er hat dann mit der USP natürlich die bessere Chance da, den Frag zu setzen. Und die erste Runde geht damit an Oberösterreich. Nach dem Bombplant von Wien. Steht's 1-0 und wir starten in die zweite Runde. Dominio scheint wohl Probleme zu haben mit FPS. Machen wir mal X-Ray an. So, wir sehen jetzt hier Bombe sehr, sehr weit im T-Spawn. Steht dort, glaube ich, mit einer Deagle.
Bombe Richtung B unterwegs, stehen dann dort im Tunnel, würden sie dann zu dritt stehen. Mir einen noch in der Mitte und einen dann lang stehen, dass da nicht überlang gepusht wird oder ähnliches. Sodass Oberösterreich dort keine Infos sammeln kann, so wirklich. Soll ja anscheinend wieder Richtung A gehen. Zwei Spieler da direkt schon kurz. Und jetzt kommt hier der Kurzko. Komplett alle Spieler stehen hier an Kurz. Kommt die Flash. Alex setzt hier mit der UMP. Kann er keinen Frag setzen direkt. Einen kann er jetzt machen. Kann er einen zweiten setzen. Der wäre sehr, sehr wichtig. Nino mit der Deagle unterwegs. Ob er jetzt hier den Frag setzt. Das war eine schöne Deagle-Schelle von Nino. Toxi kriegt das Support von Light gegen Mukem. Erkuen lässt das da sich nicht gefallen, dass er sein Teammate die Schelle kriegt und verteilt da die Schelle mit der UMP und damit 2 zu 0 für Oberösterreich. Zweiter Bombplant für Wien. Und damit jetzt die dritte Runde los. AWP. Saras AWP Light. Aber kein direktes Duell zwischen den beiden hier anlang. Rufen da direkt wieder zurück. Bauen wir jetzt hier Lower Tunnels. Jetzt hier sehr, sehr mitteorientiert. Mal gucken, ob sie wieder über Short wollen, ob sie hier über Mitte zu B gehen soll. Warten jetzt hier sehr, sehr lang. 1 Minute 10 noch auf der Uhr. Da geht's über die Mitte. Ja, Mitte zu B wird's werden. Lang steht da noch. Saras mit. Der AK. Schönes Ding hier von Smoker Hunters. Jetzt da Mukim richtig zu. Bombe damit down Lower Tunnels. Jetzt müssen sie da Lower Tunnels rein. Haben jetzt die Bombe gepickt. Jetzt geht's hier über Short. RQN wird da gleich auf jeden Fall sehr, sehr viel Action kriegen. Sehr, sehr viel zu tun kriegen. Hat man noch das Backup von Light. Kann er einen Schuss setzen. Schönes Ding von ihm mit der AWP. Kann direkt noch den zweiten machen. Sitzt da auch noch direkt der dritte. RQN schnappt sich dort den letzten Frag. Und damit ist es das 3 zu 0 für Oberösterreich nach der Byround von Wien. Ingame ist lauter gemacht. Damit. Oh, verschießt. Leitert mit der AWP an lang. Muss dann nochmal reinpieken. Kam die Flash genau richtig. Hat jetzt die Vorteilsposition, dass er die Ecke schon abaimt. Kann da sogar noch den Schuss setzen. Gegen MAT. Damit First Track auf der CT-Seite. Soll es nochmal über Mitte gehen. Alex, was tust du da? Kriegt er direkt beide Frags durch die Smoke? Oh, was tut er da nur? Schönes Ding von dem Spray da einfach durch die Smoke kann er direkt zwei Spieler von Wien rausnehmen. Und damit steht es hier 4 zu 0 für Oberösterreich. So, jetzt wird hier wieder Türmchen gebaut. Das kennen wir schon von Oberösterreich. Haben wir schon zwei, dreimal gesehen in der deutschen Ländermeisterschaft. Von ihnen. Der sehr, sehr defensiv. Zu weit kurz gedeckt. Der Frag sitzt nicht. Light hätte deinen Schuss setzen müssen. Muss jetzt ganz schnell hier wegkommen und verschwinden.
Schöner Headshot. MHT setzt da nochmal einen nach. Gegenleit. Und jetzt ist nur noch Toxi, der da in der Smog noch den Frag setzt. Aber mit 36 HP richtest du da nicht mehr viel aus. Wobei MHT und Song Minio sind nicht mehr so lebensfroh mit 20 und 9 AP. Kommt der Molotow für Goose. Aber MAT schnappt sich da den Frag von Lang. Von K. 4 zu 1 damit für Wien. Mit Saras. Alles klar, dank dir. Du weißt ja, ich bin immer froh, wenn ich die Namen geschrieben kriege. Wenn ich schon bei eurem Bergdeutsch da nicht durchblicke, geht man ja von mir. So, bauen wir jetzt hier sehr, sehr defensiv top mit. Jetzt hier zu viert. Ob es aber kurz gehen soll. Jetzt steht hier schon wieder ready an K. Granate macht dann nicht wirklich Schaden. Move jetzt ja auch nochmal zurück. Nochmal abgesmoked. Da den Kurzgo zu delayen. Sind einfach keine Infos kriegen. Und nur noch zwei CT-Spieler an B. Einen hier an Lang kriegt aber den Support von K. Ja, da so ein bisschen Lang und Kurz mit abdeckt. Und da war Alex komplett nicht vorbereitet. Schönes Ding von Nino mit der AWP. Nimmt RQN raus. Mal gucken, ob er da Cut checkt. Nimmt er den nächsten raus. Gibt es da den Headshot für Light? Mitten ins Gesicht. Jetzt ist hier nur noch Smoker Hunters und Toxi, die ihre Waffen saven. Gehen werden. Damit ist es auf jeden Fall die zweite Runde für Wien. 4 zu 2. Hier in diesem Match. In hier mit einer Flawless Round. Voraussichtlich raus, wenn mit Saras da. Oh, diese Flash! Aber mit Saras kriegt er sogar noch beide Frags. Kriegt er noch beide Frags und das ist sehr, sehr schade, denn Light, wie wir sehen, 2700 Dollar nur 3,5 Smoker Hunters. Da wäre das Geld echt sehr, sehr gut aufgehoben. Smoker Hunters jetzt hier mit der Deagle unterwegs. Da geht es hier in die Eco-Runde für die CTs. Sehr, sehr schöne Runde von Wien. Und hier straight Richtung B gehen. Aber Toxi, was ist das nur? Toxi, was tust du nur? Was macht ihr nur mit mir? Toxi, was geht hier los mit Saras hier mit dem No-Scope durch die Smoke? Schnappt sich da den Frag. Was ist nur hier los? Es wird hier das Match des Hasses einfach nur. Des endlosen Hasses, was hier für Shots gedrückt werden. Holy fuck! 4 gegen 1 jetzt mit Saras Last Alive da. Aber wird jetzt hier gefällt von Toxi. Toxi geht hier mit einem 4K raus. 5 zu 2. Damit 4 über Österreich. Holy shit einfach. Ja. Einfach ganz großes Kino hier. Da kommt nur der Anhütfen mit Saras. Kann da den Shot nicht richtig drücken. Da kommt der Flick auch nicht hinterher. Make Austrian CSGO great again. So, da kommt hier der Mid-Go. RQN hier mit der Scout kann er einsetzen. Kriegt jetzt den Super von Smoker Hunters, der kann den Frag setzen. Und jetzt ist es hier noch ein Spieler an Xbox in der Mitte. Bombe liegt noch Mitte oben. Zwei Spieler an Lang schon Double Doors durch.
So, Mukim schiebt jetzt hier nochmal hinterher mit der Bombe. Und jetzt ist er hier last alive. Kann da den einen Frag setzen. Gegen 4. Gegen 3. Gucken, ob wir jetzt hier den Clutch sehen. Aber Smoker Hunt das hier mit dem Spray durch die Smoke nimmt Mukim raus. 6-2 damit. So, Bombe erstmal Richtung B unterwegs. Wir haben 2 Spieler an Mid, 2 Spieler Lower Tunnels, einer Upper. Jetzt zählt es wieder 2B, 3 auf A. Oh, kommt das mit dem Fracking zum Minio. Nein, schiebt jetzt hier direkt nochmal Richtung Mitte, um da zu deffen, damit 2 Spieler wieder auf dem B-Spot stehen. Weil hat er mindestens 2 Spieler gesehen, wenn nicht sogar 3. Und da steht das Ganze auf dem B-Spot wie eine Mauer. Da ist kein Durchkommen gerade. 7-2 für Oma Österreich. Damit bauen sie ihre Führung weiter aus. 3 Runden in Folge haben die Oberösterreicher geholt. Damit gehen wir in die 10. Runde. So lang steht dort keiner. Sehr, sehr defensiv warten. Eigentlich so ein bisschen, dass da lang durchgepusht wird. Halt jetzt hier an, kurz. Kommt die Flash, Molotov. Da macht er nicht wirklich Schaden, der Molotov. Schneidet da nur Nino ab vom Mate. Der noch kurz steht. Smoker und das hier in der Mitte. Kann jetzt hier 2-3 sehen. Jetzt kommt der Molotov hier in der Mitte zur Geltung. Nimmt das Song Minio raus. Damit hier 3-4 Situationen. Bombe kann jetzt hier gelegt werden. Alex, Erquin und Light gegen Mukim mit Sarah Kijinore. Schönes Ding hier von Erquin. Nimmt dann den ersten Spieler raus. Wieder direkt Refract von BG. 2-3. Bei dir ist jeder Spruch einfach so riesen Facepalm mit einem Grinser dabei. Jeder Spruch einfach. Oh. Jetzt ist es hier auf jeden Fall für Wien. Jetzt will er nicht mehr hinterher. Alex möchte da nochmal reinpieken. Und Light kriegt sogar noch den Frag. 7-3. Mich Pese, ich meine dich. Tja, das ist halt Carsten Master. Schönes Ding hier anlang von Song Minio gegen Alex. Mit Saras und Alex damit raus für diese Runde. Toxi mit dem Frag gegen Mukim. DJ ist da noch in der Mitte. Kann da noch den Frag setzen in der Mitte. Es ist hier 4-2. Beide Spieler stehen in der Mitte. Bombe ist down, liegt vor Doors in Mitte. Und das wird schwer, da dran zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob die Bombe bekannt ist. Das ist natürlich eine gute Frage. Weil sonst, glaube ich, würden sie da kurz schon weiter vorgehen. Erquen schiebt jetzt hier ganz langsam nach vorne. Mal gucken, ob Nino jetzt den Step macht.
Das sollte Erquin aber gehört haben. Und er verschießt dort. Da gibt es direkt das Gesicht von Nino. Verdiente Sache, wenn Erquin da so oft mit einer AWP schießt und dann den ersten Schuss nicht drückt, ist es klar, dass er da down geht. Aber Song Minyo mit dem Refake gegen Toxi. One on two. Light. Versteckt sich jetzt erstmal eine Runde. Aber Smoker und das auszieht ihr raus mit dem Frag zum 8 zu 3. Damit können wir jetzt hier weitermachen mit der 12. Runde. Die Mid-to-B-Smokes. Ash saß da sehr gut im Gesicht. Konnte noch nicht viel machen. Schönes Ding hier von Nino. Aber Toxi kann da direkt zwei machen. Und Nino hat er den gespottet. Ja. Nino hier mit dem Headshot gegen Alex. Gegen Erquin. Das ist die Runde für Wien. 8 zu 4. Also langsam auf das Ende der ersten Halbzeit zu. Drei Runden noch zu spielen. Nino steht hier an, lang kann er einen Frag setzen, wieder mal gerefragt von der 5-7 von Alex. Der kann jetzt erstmal eine Waffe picken, hat jetzt einen AK, ist aber nur noch auf 12 HP. Und da geht's hier schon über kurz und leid. Wohin gehst du? Oh, die Diegel. Die Diegel. Da hätte aber noch ein zweiter Frag drin sein müssen. Alex deckt da nur noch lang Smoker und das hier in der Mitte mit der Diegel unterwegs. Riecht er das so ein bisschen, dass Mukim da ist? Er hat auf jeden Fall, denke ich mal, da muss der Frag sitzen. Der Headshot war ein bisschen Overkill. Ich frage, wollen sie die beiden AKs saven? Ich denke mal, sie werden sie auf jeden Fall mit durchbringen wollen. Und damit 8 zu 5. Hier wieder das Crosscover im T-Spawn. Was gerade schon nicht so gut funktioniert hat, wollen sie dann nochmal machen. Nochmal Zeit, erschaffen sie T's, aber nicht mehr Richtung T-Spawn. Damit steht es 8 zu 5 nach der 13. Runde. Vorletzte Runde in der ersten Halbzeit. Wir sehen AWP auf beiden Seiten. Bombe hier ganz alleine. Wieder Richtung B. Soll hier wieder mit zu B werden, denke ich mal. Ja. Das, was ich predicted habe. Und jetzt geht's hier los. Smoker Hunters. Da bist du viel zu offen. Aber Toxi! Sprayt da nochmal zwei Spieler oben aus der Mitte. Mukim mit dem Frag gegen Toxi. Die Bombe kann jetzt hier gelegt werden. Damit tickt die Bombe jetzt hier gegen Oberösterreich. Wird das jetzt hier die 6. Runde für Wien? Da kommt nochmal eine Flash. Damit sollte Alex, denke ich mal, wissen, dass da an der Window ein Spieler steht. Schöner Frag hier von Mukim. Leite mit dem Refrag, mit der AWP. Und damit fällt auch der letzte Spieler von Wien zum 9 zu 5. Letzte Runde der ersten Halbzeit.
9:5 steht es mittlerweile für Oberösterreich gegen Wien. Sag ich denn das einmal nach? Löscht denn da Nachrichten? André, chill mal ein bisschen. Alles gut. André schwingt da den Timeout-Hammer einfach. Quatschhammer. Holy fuck. Alles cool. Ja, ich sehe es gerade. Ich sehe es in meinem Bot nicht. Voll auf dem Laptop. Aber Nino hier mit dem Drop. Schönes Ding. Nimmt er direkt zwei Spieler raus. Schön gemacht von ihm. Aber wir sind jetzt hier komplett gespalten. Einer CT, einer hier entlang. Kommt der Molotov. Knight Minio kann er da rausnehmen. Und Erquen mit dem Headshot gegen Nino zum 10:5 in der ersten Halbzeit. So, erste Runde in der zweiten Halbzeit. Oberösterreich auf T-Seite, Wien auf CT-Seite. Jetzt geht's hier mit der Glocke. Ja, Quinn. Shit, schöner Klick von ihm auf Close Distance gegen Nino hier. Nochmal On-Spot geboostet. Mit Saras nimmt er Quinn mit der USP raus. Auf Long Distance anlang. Mit Saras hier mit einem weiteren Klick. Soll es hier über kurz gehen. Müssen hier erstmal den Spot Oberösterreich überlassen. Müssen jetzt hier den Retake spielen. Jetzt tickt hier die Bombe alle über lang. Da fällt der Frack erst nach dem Smoker und dass da BG rausnehmen kann. Tour und Tour jetzt hier. Da kommt der Super, da kommt der Team Frack. Toxi, was tust du nur? Jetzt muss er klären. Das ist er seinem Mate dort schuldig, den er da. Aber. Er schießt dort einfach seinen Mate ab und macht das da zum 2 gegen 1. Kann man mal machen. Aber zum Glück holt er da für seinem Team noch die Runde. Ich glaube, das hätte sonst ziemlich, ziemlich Hass gegeben, wenn er dafür da die Runde geschmissen hätte. 11:5. Der Hit gegen mit Saras saß auf jeden Fall schon mal damit mit Saras auf 23 HP. Ganz knapp vorbei. Alex pusht hier aber Lower Tunnels raus. Und schnappt sich mit Saras dort in der Mitte. Mukim pickt die Scout. Fünf gegen vier Situation. Erquin steht hier immer noch hinter der Tür. Ich weiß nicht, ob BG da die Info hat, dass er dort steht. Er traut sich zumindest dann nicht rauszupushen. Um da vielleicht ein bisschen Info für seine Mates zu sammeln. Ja, Quinn geht dort rein, kann er mit seiner UMP ordentlich Schaden machen und kriegt selber keinen Damage, keinen Hit. Und da sitzt auch der Headshot von Alex. Und jetzt ist hier nur noch Nino Last Alive mit seiner Deagle. Wird dort angeschossen. Nimmt RQN raus. Gegen 4 kann er noch einen rausnehmen, aber diese Halbzeit ist... Halbzeit. Wie komme ich jetzt auf Halbzeit? Diese Runde ist vorbei, wollte ich sagen. Fuck! 12:5 damit und Wien muss jetzt hier Gas geben.
Ich freue mich echt auf ein geiles Comeback. Da habe ich so Bock drauf, dass wir so spannende Spiele sehen, wie wir zum Ende der anfänglichen, was war das, Swiss Cup Deutsche Ländermeisterschaft gesehen haben. Das war schon sehr, sehr geil. Ich hoffe einfach auf ein sehr, sehr spannendes Match. Light hier, sehr, sehr dreist mit seiner Granate und nimmt dann direkt noch den nächsten. Und Alex diesmal mit dem Teamfrag gegen Toxi. Die Oberösterreicher haben es aber hier echt nicht mit seinen Mates, mit ihren Mates. Ah. Was tust du? Oh. Ist entbannt. André, chill doch mal. Aber Smoker und das hier. Team Frag gegen Mukem. Ja, André, ich hab's gelesen. Alles cool. So, 4 gegen 4 wollte ich gerade sagen. 4 gegen 3. Oh Gott, das hier überkurz. Nimmt er direkt 2 Spiel. Mit Saras hier. Mit einem wunderschönen Klick gegen Smoker Hunters. Okay, das hab ich nicht gelesen. Okay, das hab ich nicht gelesen. Okay, dann ist okay. Ich hab nur die Nachrichten davor gelesen. Damit steht es 14 zu 15. Damit ist hier vielleicht schon das Ende der ersten Map hier durch. Vielleicht ist das Blatt schon geschrieben hier. Aber mit Saras kriegt er direkt den Hit mit der AWP. Pit fällt, aber Nido! Mit der Deagle nimmt er Toxi raus. Wieder direkt refragt von Smoker Hunters. Und mit Saras hat er eine schöne Position, schöner Deagle-Klick von ihm. Und jetzt geht's hier 3 gegen 3. Bombe kann gelegt werden. Damit tickt die Zeit. Das war nochmal sehr, sehr heikel hier. Und jetzt ist es hier nur noch Smoker und das alleine gegen 2. Oh, er zeigt das sehr, sehr offen. Und sie haben hier noch die Scout. Oh, er geht auf 23 AP. Aber das sollte die Runde sein. Zeit sollte noch reichen. Ja, Zeit reicht auf jeden Fall, um die Bombe noch zu defusen. 14 zu 6. Und jetzt heißt es hier Comeback starten. Fokus nochmal komplett auf das Spiel richten und nochmal Vollgas geben für Wien. Vielleicht sehen wir hier noch das Comeback, was super geil wäre, wenn es hier nochmal richtig spannend wird. Haben wir schon sehr, sehr geile Fracks hier gesehen. Dann wird komplett außen vor gelassen. Wird da, glaube ich, den Rest mal. Oh, überlebt das da noch? Mit 6 HP am Carsong Minyo. Zwei Spieler in Tunnel stehen. Zwei Spieler top mit. Ein hier noch im T-Spawn. Doppel AWP auf T-Seite. Ob Erquin einen Frag findet und nein, Mitsaras steht da oben auf der Box, da wo er nicht checkt, kann damit den Frag setzen, sehr, sehr schöne Position gegen eine AWP.
Das ist hier 4 gegen 5, sind wir nur noch auf 6 AP. Jetzt hier das 3 gegen 3 Bombe tickt. Schöner Boost hier von denen, aber den haben sie da gespottet. Da kommt die Tech 9. Nimmt einen letzten Frag raus. Song Minion mit einem schönen Frag. Kann er noch einen zweiten machen? Jetzt ist sie nur noch 1 gegen 1. Aber Song Minion ist nur noch auf 6 AP. Da sitzt der Frag nicht direkt. Da muss Toxi doch nochmal ganz oft nachschießen, um den Frags zu setzen. Damit 15 zu 6 für Oberösterreich. Was die Scout hier anrichten kann auf der CT-Seite. Da sitzen die Frags nicht so. Smoker hat das auf 35 AP. Da wird die ganze Zeit nur durch die Wall gebankt und geschaut, dass da irgendwo ein Frag fällt. Der fällt aber bis jetzt nicht. Ich bin jetzt sehr, sehr defensiv. Aircrane hier in der Mitte schon durch. Setzt einen Frag, zieht direkt wieder zurück. So, Aircrane kriegt jetzt hier gleich richtig Probleme, weil er im Reload steckt. Aber kann trotzdem noch den Frag setzen gegen Mukem. Boah, schöner Diegelklick hier von Nino. Und mit Sarahs gegen Requiem, mit der Scout von B-Spot. Bombe kann jetzt hier gelegt werden. 3 gegen 1. Mit Sarahs nur noch mit der Scout alleine auf CT-Seite. Gegen 3. Er hat jetzt hier die AK gepickt in CT. Kann da einen Frag setzen. Los, steht dort keiner mehr. Bombe liegt für lang. Er muss den Fractor Pit setzen. Er hat kein Kit. Und damit Alex schiebt er schon von kurz die ganze Zeit über lang einmal rundherum gerannt. Und damit steht es 16 zu 6 in der ersten Halbzeit. Und damit ist die erste Map vorbei. Die zweite Map wird Cash sein. Mal gucken, ob die alles entscheidet. Oder wir gehen dann auch noch auf Mirage. Mirage ist Decider. Wir gehen dann ganz kurz in die Pause, holt euch nochmal eben was zu trinken, ganz schnell, geht auf Klo. Und dann sage ich mal, bis gleich.
Gebot an den Trigger, geh mir aus dem Weg, kleiner Mann. Ich bin der dich auch roadkillen kann. Ooh.
So, so langsam werden die Spieler alle ready. Zwei Spieler fehlen noch. War ich auch mal. Scheiße, hatte ich schon aus der Pubertät raus bin. Machte gar nichts. Check me. Danke euch auf jeden Fall für die Follows, die gerade noch reinkamen. Herzlich willkommen. Mein Österreich gibt doch super viel Kaiserschmarrn, oder? Kaiserschmarrn kommt da aus Österreich oder Schweiz oder so, ne? Oh, da hätte ich jetzt so Bock drauf. Oder kennt ihr gar keinen Kaiserschmarrn? Doch, oder? Ihr kennt Kaiserschmarrn, oder? Oh, da hätte ich jetzt so Bock drauf mit Puderzucker. Kaiserschmarrn. Und damit können wir jetzt hier in die Knifefront gehen, auf der zweiten Map, auf Cash. Erste Map ging an Oberösterreich, da fängt schon das ganze Geschnetzel hier an. Holy fuck, das ging schneller als gedacht. What the fuck? Schauen wir uns jetzt hier der Oberösterreich da. Kaiserschmarrn Master Race, Junge, Kaiserschmarrn Beste. Was ist denn Staubzucker? Ja, Staubzucker ist halt Puderzucker. Nennt sie in Deutschland Puderzucker. Was, Chrissy? Fuck you. Ja, Staubzucker. Ist halt in Deutschland Puderzucker. Aber damit können wir jetzt hier in die erste Runde starten. Wien. Billy anscheinend Richtung... Spot straight. Da stehen 4, 2 plus Highway. Sie haben 3 Spieler dort schon auf A stehen. Und da kommt jetzt hier der Go. Da fällt auch direkt der Frag. Muki mit dem First Frag. Shabi auch mit einem Frag. Scheinen wohl jetzt hier ein Stand-in drin zu haben. Oder den Namen geändert. Ich denke mal ja, ein Stand-in drin zu haben. Schauen wir da gleich mal. Damit ist hier nur noch Light alleine. Dann kriegt das Brett von Nino. Des Hasses einfach. Oh. Oh. Boah, da kommen die Frags. Light kann er einmachen. Aber Nino hier mit der Gully Lindrecht 2 raus. Muken schnappt dann einen. Jetzt ist nur noch Smoker und das hier Last Alive. Und erstmal Gago. Sehr, sehr geile Sub-Emotes. Sehr, sehr geile Sub-Emotes. Dann haben wir jetzt die Smoker und das alleine auf B-Spot. Wartet eigentlich so darauf, dass die Spieler jetzt hier mal kommen. Song Minyo kommt nochmal da über Heaven. Kann den Frag setzen. 2:0 für Wien. Wien. Haut mal eure Sub-Emotes in den Chat. So, Eco-Runde für Oberösterreich nach den 2 verlorenen Runden. Bombe steht hier vor B. Ein Spieler an A. Noch hier an Squeaky. Der pusht jetzt da raus. Kann er vielleicht einen Frag noch setzen, was sehr, sehr gut wäre. Kann er keinen Frag setzen. Jetzt kann aber A so langsam ausgeschossen werden. Da wird auch schon direkt rotiert. Haut einfach alle raus. Haut einfach alle raus. Einfach alle. Richtig mit Hass.
Oh, da crält der Frack nicht. Da muss mit Saras nochmal nachsetzen. Aber sehr, sehr starke T-Leistung hier von Wien. Jetzt geht es hier in One-on-Two-Situation. Aber safe macht das hier Muke mit seinem 2K 3:0 für Wien. Geilo. Mit Saras Flash ist hier raus, kann da keinen Frag setzen, weil dort keiner vorgepusht ist. Muke mir stand in Main. Dorn steht auch mittlerweile. Alles, wer jetzt kein Sub-Emote gespammt hat, ist ein Pleb. Ja, dann, keine Ahnung, Sub einfach irgendwem rein. Mag die Sub-Emotes von Anfang gerne. Song Mino hier mit dem Brett gegen Aquan. 2 gegen 4 Situationen Light und Alex. Aber das ist jetzt direkt der nächste Frag, wollte ich schon sagen. Aber Alex, aber Light kommt dann noch mit 16 AP weg. Kann aber den Frag nicht setzen. Light hier last alive. Wer jetzt hier den Frag setzen kann. Schabi mit dem Frag und es geht hier eine Runde nach der anderen an Wien. Jetzt hier die Eco-Runde. Light mit dem First Frag gegen Shabi. Aber mit Saras durch die Smoke gegen den Frag gegen Alex. Da kommt noch die Granate. Den laufen da alle ohne Kevlar rum, die CTs. Oh, Schimpanse. Geht's hier 4 gegen 4. Schöner Frag hier von mit Saras. Immer noch sehr, sehr viel AP. Ei gegen 4 Situation. Bombe soll hier Richtung B gehen. Da kommt direkt die CT Smoke. Schöner Headshot von mit Saras. Komm jetzt hier on. Oh, was? Never ever! Never ever mit Saras! Never ever drückst du diesen Schuss! Holy shit! What? Alles klar! Das ist durch, das Spiel! Das ist komplett durch! André, ich hatte danach gefragt, alles cool. Mukim spielt hier wie ein Gott, wie ausgewechselt, muss man leider einfach mal so sagen. Spielt, als würde einfach jemand anderes spielen. Landet hier einfach jeden Schuss, 4 gegen 4 in der Buyround von Oberösterreich. Ja, Checkmate ist so ein bisschen so. Ich hatte ihn ja gebeten, extra zu kommen für heute. Alles gut. So, jetzt kommt hier der Molotov für Spot. Flash hinterher. Und jetzt geht's hier on Spot. Oh, schönes Ding hier von Light. Kriegt dann noch Support von Alex. Alex müsste jetzt hier eigentlich droppen. Hat er den Step gehört? Oh, Mukem. Oh, verschießt dort den No-Scope. Das wäre so genial gewesen. 1:5.
für Oberösterreich diese Runde. Damit die erste Runde auf dem Konto von Oberösterreich. So, Bombe hier wieder Richtung A unterwegs. Nur zwei Spieler, die irgendwie A decken könnten. Einen an Highway, einen auf A-Sport. Highway wird direkt abgesmoked. Molotov, damit er da Yellow nicht durchpushen kann. Verschiebt dort Richtung Red. Und jetzt geht's dort on-Spot. Zwei Spieler stehen dort hinter Red. Drei Spieler mittlerweile an K. Auch noch einer Alex mit zwei. Smoke on das. Supportet da nochmal rein. Nino mit. Nino mit der AWP. Nimmt dort direkt zwei Spieler mit raus. Und jetzt heißt hier RQN. Die riechen ihn dort, sie riechen ihn dort. Hat der RQN sich einfach nicht gewaschen? Das deckt dort jetzt einfach mal Main ab. Mal, was RQN dort macht. Kann er die Posi halten? Kann er einfach setzen? Yellow ist jetzt bekannt. Nicht mal rechts raus pushen gleich. Und da fällt der Frag mit Saras. Mit dem Frag zur sechsten Runde für Wien. Geht's hier nochmal in die Eco. Nino hier mit dem First Track gegen Light. Da fällt mit der zweite Track von Nino hier in der Mitte. Alex damit auch down. Foxy kann hier einen Frag setzen. Charby dreht sich einfach nochmal um und nimmt RQN mit raus. Und jetzt ist hier nur noch Toxic. Die kommen hier nicht auf das Match so recht klar. Die kommen hier nicht auf Wien vor allen Dingen klar und kommen ja auch nicht auf Cash klar. Also Weltenunterschied, was man hier sieht im Spielerischen. Als wären beide Teams einfach nur ausgetauscht. Wien und Österreich, Oberösterreich. Und da sitzt der Klink von Mizaras. Holy shit einfach nur. Wien spielt hier wirklich wie ausgetauscht. Und wenn sie das jetzt hier so durchziehen, wird es definitiv hier noch auf Mirage gehen, worauf ich mich super krass freue einfach, weil ich diese Map über alles liebe einfach. Ich liebe Mirage. Ich würde Mirage heiraten, wenn das gehen würde. So liebe ich diese Map einfach. Das Lustige ist, er ist sogar Polizist. Schabi hier mit dem First Track. Fünf gegen vier Situation, da sitzt der Headshot nicht direkt. Toxi springt einfach mal mit dem Messer rein. Denkt er, dass da kein zweiter steht? Bombe jetzt hier vor dem B-Spot. Wieder die Flash rein, Schabi mit dem Frag. Es ist hier 3 gegen 4 Situation. Aber sie spielen hier wie ausgewechselt. Als hätte der Schabi neuen Fokus mit reingebracht und komplett einmal das Team wachgerüttelt. Toxi jetzt hier ganz alleine gegen 3. Und Mukem mit dem letzten Frag gegen Toxi 1 zu 8. Es scheint, als wäre Wien jetzt endlich mal in Fahrt gekommen und wären hier nicht mehr zu stoppen.
Mal gucken, was dann gleich die zweite Halbzeit bringt. Atem macht dann nicht wirklich Schaden. Die Granate macht auch wenig Schaden. Denken jetzt zu zweiter an Red. Den A-Spot. Dann wird schon wieder Richtung K abgesmoked. Halber kriegt direkt einen Molotow. Dann wird jetzt nochmal Red geflasht. Damit geht's hier on. Zwar die Flash hat nicht so wirklich die Wirkung gehabt. Und jetzt kommt sie auf Smoker Hunters an. Kann er einen Frag setzen. Muss sich da jetzt sehr, sehr defensiv verhalten. Kann dann noch einen zweiten setzen. Wird aber jetzt gepusht von der linken Seite. 3-gegen-3 Situation. Schöner Headshot von ihm. Shabi kommt jetzt hier Highway. Kann einen machen. Wird aber vom zweiten dann gefragt von Toxie. 2-on-1. Das war ganz schön knapp hier für Mukem. Aber Mukemir mit dem Headshot. Jetzt hier den ich mal in Ruhe eigentlich legen. Oh, Toxie mit einem sehr, sehr schönen AWP-Frag rettet dann noch die Runde für Oberösterreich. Damit 2-8. First Track, Toxie mit der AWP. Zwei Spieler werden direkt geboostet. Für Mitte. Schauen wir mal, ob da jetzt in der Mitte noch ein Frag fällt. Airquen steht direkt unter Booster. Wird direkt wieder gedroppt. Und Toxie spielt sich jetzt hier auch so langsam ein. Smoker und das mit dem Frag dazu. Yellow kommt dort auch schon. Und mit Sarah Spread. Da, boah, ich hab Schluck auf. Mit Sarah Spread einfach des Hasses. Smoker hat das nicht raus. Also die Bombe legen wollte. Den schnappt ihr im zweiten Frag. Geht mit 3 Kills aus dieser Runde. Damit 3-8. Und schauen wir mal, ob Oberösterreich jetzt hier mal einen Gang zugelegt hat. Und sie jetzt hier doch noch ins Match kommen auf die CT-Seite. Vier Runden sind noch zu spielen. Also geht es hier noch um das 8-7. Mögliche 8-7. Toxie muss ihn gesehen haben. BO3. Oh, er hat ihn auf jeden Fall gesehen. Da schiebt er direkt dahinter. Aber Song Minyo muss da ganz schön viel Damage einstecken vom Molotov, damit er den Schuss dort setzen kann. Und er wird richtig reingehalten von Alex. Oh, den hätte er haben müssen. Den hat er jetzt auch. 3-gegen-3 Situation. CT wird aber schon durchgepusht. Der Sprung muss jetzt sitzen. Smoker und das gegen Mukemir. 3-gegen-2 Situation mit Zaras und Nino stehen da uns. Molotov kommt. Stehen aber nicht wirklich drin, moven direkt weg. Mit der M4 geht's dort von Generator nochmal Richtung CT. 1 gegen 1. Beide nicht mehr wirklich viel AP, aber Nino schnappt sich dort den Frag gegen Alex zum 3-9. Damit jetzt hier eine weirde Runde für die CTs. AWP, Scout, zweimal Farmers und eine Deagle. Wir sehen das zweimal Glass Cannon, also einmal AWP ohne Kevlar, einmal Scout ohne Kevlar. Aber sie müssen jetzt hier einfach die Runden holen. Oh, und Light kriegt da schon super viel Damage. Nino kriegt das da so ein bisschen, aber Smoker Hunters mit der... Deagle prescht dort einfach rein, rennt dort einfach rein, als wäre da gar nichts los. Und kann dort den Frag gegen Nino setzen. 4-gegen-5 Situation. Smoker hat das aber nur noch auf 9 AP, Light auf Half-Life.
Oh, schöner Hit hier gegen Mizarras mit der Scout. Stehen dort sehr, sehr gut zu dritt. Xavi mit dem Frag gegen Smoker und das Erquin. Move dort rüber, konnte den Frag noch setzen. Mukim jetzt hier im Connector, kann er einen Frag setzen. Hat dort in der Smoke, erst an der Smoke vorbeigesehen und... Was? Zwei gegen eins Situation, Song Minyo on to. Und kann das hier easy peasy mit einer Flash regeln. Damit 10 zu 3 für Wien. Sie scheinen ja einfach sehr, sehr... Sie scheinen nicht sehr, sehr gut zu spielen. Sie spielen hier einfach ein überragendes Spiel hier gegen Oberösterreich auf der T-Seite. Oberösterreich scheint hier nicht die Leistungen zeigen zu können, die sie dort auf... das 2 noch gezeigt haben. Dadurch jetzt hier Oberösterreich wieder in einer weiteren Eco-Runde, die sie schon viel zu oft in dieser ersten Halbzeit hatten. Mit Saras hier mit dem First Track. Hier mit P250 gegen AK gespielt, gegen Dor. Da fällt kein Frag. Nino jetzt hier in der Mitte. Mal gucken, ob er da direkt Connector rausnehmen kann. Ja, kann er direkt rausnehmen. Jetzt geht's hier direkt weiter. P250. Aber er hat nichts mehr, was ab hier angeht. Song Minyo hier mit einem wunderschönen Headshot gegen Alex. Die P250 kann jetzt endlich den Headshot setzen. One on four. Aber nein. Mit Saras schon habt sich doch den letzten Frag. 3 zu 11. Jetzt hier der M4 bei für Oberösterreich. Oh, die Granate macht super viel Schaden. Nino geht hier auf Half-Life mit Saras. Geht auf 60 AP. Muke mir mit der Fake Rain des Jahres. Schöner Jump hier von ihm. Und da fallen nur so die CTs. Song Minyo mit einem wunderschönen Frag. Und jetzt ist es hier nur noch Last Alive auf dem B-Sport. Light ganz alleine gegen das komplette Lineup von Wien. Und die Flawless-Runde zur Halbzeit für Wien 12 zu 3. Damit nach der ersten Halbzeit. Klassische Minus-Kommentare, ja klar. Standard, oder? hat die nicht irgendwie jeder? First Track, Alex und Alex direkt mit einem zweiten. Da kommt das Brett von Muke. Unser Minio ist hier schon Main durchgepusht, kann auch noch einen Fake setzen. Sehr, sehr wichtig, dass dort jetzt hier Door und Main geklärt wurde. Jetzt steht hier nur noch Mitte und Highway. Ja, gegen Light 2 gegen 3 und jetzt sind wir nochmal Richtung B gegangen. Bombe muss jetzt hier auf jeden Fall gelegt werden. Die kann auch gelegt werden. Aha, Muke mir! Mit dem USP-Aim des Todes einfach. 13 zu 3. Das. Same hier. Nö. Spaltet ihr immer. Das pusht mein Ego. Ist halt einfach. Aber diese Runde war einfach nur mit Hass. Auch noch ein paar Punkte in den Chat. So, kurze Spielpause.
Muss, als wenn jemand sein Headset ausgesteckt hat. Unpause kann also weitergehen hier mit der 17. Runde. Mein Twitch lädt nicht mehr auf dem Laptop. Okay. Habe ich jetzt erwartet, dass... So, damit geht's jetzt hier straight Richtung B. Farmer Spectre Nino mit drei Frags direkt hier mit seiner Farm. Was macht er noch den vierten? Nein, Wickelfeld von Aquan. Und er ist das letzte Life und er kriegt hier die UMP vor die Brust gedrückt. Damit steht's 3 zu 14 und ich denke so langsam, dass die Map abgeschrieben ist. Damit wir uns auf Mirage nochmal wiedersehen. Krempi, Ausrufezeichen UP. Hat's gut. So, Aquan hier wieder an B, da wird direkt vorgeprescht mit Sarah hier direkt rausgenommen mit der AK. Mit First Track auf T-Seite. Steht dort schon. Aquan hier sehr, sehr sneaky unterwegs. Kann er einen versetzen. Und den zweiten auch noch. Gibt ihn da, wie sagt man so schön, den Turn on. Alex hier mit dem Frag gegen Harvey, gegen Sominio. Light kann jetzt hier so ein bisschen warten, bis dort Mitte kommt. Der sollte jetzt auf jeden Fall nicht droppen. Wird auf jeden Fall angeschossen. Weil ich die ganze Zeit Punkte verschenke. Und einen Bankraub hat er gemacht und gewonnen. Und damit jetzt ist 14 zu 4. Aquan traut sich da sehr, sehr weit raus. Mit einer Granate in der Hand. Bezahlt damit mit sehr, sehr viel HP. Steht noch sehr, sehr weit hinten mit der Bombe. Sie wurde rausgenommen. Jetzt muss hier gegen Vent geschossen werden. Oh, checkt der Vent. Nino hier im Zwischengang da. Oh, mal gucken, ob er Quinn. Ach, er kommt nicht über Kiste drüber. Sind hier noch 30 Sekunden auf der Uhr. 2 gegen 4 Situation. Und das hier im Zwischengang. Auf jeden Fall gespottet, damit Bombe. Ist halt, soll's hier. Oh, schöner Frag hier von RQN. Muss hier richtig flott gehen. 13 Sekunden. 12, 11, 10. Bombe muss jetzt hier ganz schnell gelegt werden. Schöner Frag von RQN mit seinen 17 AP. 2 gegen 2 Situationen. Mukem und Nino, Last Life. Die Zeit tickt gegen die CTs. Das heißt, es hier nicht mehr offen zeigen, verstecken, was das Zeug hält. Oh,
Oh, und Smoke Hunters kann er einen Flag setzen. 101 jetzt ist Smoke Hunters gegen Mukem. Und es leckt des Hasses. Was ist das denn? Was war das denn? Jetzt mal gucken, ob Lüfter von meinem Rechner an sind. Aber ja, sind an. Alles cool. Das Server gerade am Legen. Nee, ich bin nicht rausgetappt eigentlich. Also ich habe meine Maus nicht berührt. Zumindest nicht bewusst. Der Song Minio steht jetzt hier und wartet eigentlich. Foxy steht dort. Oben auf Red. Und Light wartete nur darauf, dass da der Push kommt. Genau, CS macht einfach manchmal keinen Sinn. Das ist komplett richtig. Kann er einen Frag setzen, aber da wird direkt durch die Smoke Push. Kann er noch einen zweiten machen? Aircrane schön hier und jetzt ist hier nur noch mit Sachs, den zwei Frags mit der P250 setzt. Aber Light setzt dem Ganzen ein Ende mit dem 6:14. Scheint wohl so, als würden die Jungs hier um Oberösterreich nochmal Vollgas geben wollen. Oh, im Molotow stehen, aber der macht gar nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Dafür geht es wirklich so in die 40, 50 HP Damage rein. Das war nicht der Fall. Squeaky pusht dort schon durch. Und in der Smoke immer noch Muke. Der muss jetzt fallen. Kann fallen, dass er mit einer Einrostung mit dem Smoke und dass sie mit dem zweiten Frag für sich. Squeaky Nino schiebt schon hier direkt zurück mit seiner AWP Richtung K. Wird jetzt hier, denke ich mal, Highway mitdecken. Du musst, Campy, du musst bei einem Bankraub da eine Zahl hintersetzen. Was setzen möchte. Oder die Punkte, die du ja gerade nicht bekommen hast, schenke ich dir jetzt mal alleine 5000. Viking 1 Situation. Nino hier gegen Toxi und RQN. Granate macht dann nicht so viel Schaden, ist so ein bisschen zu weit hinten gelandet. Abfahrt. Der gedroppt, der ist auf jeden Fall bekannt. Kriegt er den Headshot von RQN. 7:14. Das wird nochmal hier richtig spannend. Jetzt heißt es hier 9 Runden in Folge 4 Oberösterreich holen. Damit die Map hier an sie geht. Oder 2 Runden für Wien reichen aus, damit sie die Runde gewinnen, die Map gewinnen. Mal schauen, was diese 22. Runde für uns parat hält. Sehr, sehr defensives Spiel. Was ist denn? Ja, Nino hier direkt unter Booster. Ich komme ja schon nicht mehr klar mit meinen Zahlen. Klar mit den Zahlen. Mach Platz frei, Digga. Verzüg ich meine Waffe und benutze dann den Trigger. Geh mir auf den Weg, kleiner Mann. Ich bin ich danke dir. So, unter einer Minute noch auf der Uhr. Hat Smoke gerade ihn nicht gesehen? Kann aber einen Frag setzen. Jetzt müsste der nächste auch noch direkt fallen. Geht auf 13er PCZ, macht hier ordentlich Damage. Kann noch einen zweiten machen. Jetzt geht's hier in den Reload rein. Bombe wurde angefaked. One on three. Tag 9.
Hinter ihm kommt aber schon die CZ hergepusht. Mucke! The Rudy, Alter, lang nicht gesehen. 7 zu 15. Matchrunde, Matchpoint für Wien. Wir könnten damit, sollte Wien diese Runde gewinnen oder die nächsten 8 Runden, ja, 8 Runden, eine Runde holen. Also 7. 7 Runden, eine der nächsten 7 Runden holen, geht das Ding hier an Wien. Und wir sehen die dritte Map, wir sehen noch Mirage. Worauf ich mich sehr, sehr freue, das können wir glauben. Also stehen hier zu zweit. Wird nochmal nachgesmoked. Bombe liegt vor B. Ich moderiere das Spiel in Counter-Strike. Doppelflash hier in your face! Aber mit Seras schafft es dann nicht, den zweiten Frag zu setzen. Und damit steht es hier das 3 gegen 4, 2 gegen 4 Situation. Und jetzt ist hier nur noch Smoke Hunter. Ich gehe mal auf ihn drauf. Aber der fällt instant gegen Nino. Und damit ist es das 16 zu 7. Denkt ihr, Digga? Und damit warten wir, dass wir auf die dritte Map gehen können, auf Mirage. Alle Spieler wieder ready sind. Holy shit. Freu mich. Also spannender, glaube ich, kann ein Match nicht werden. Erste Map ging sehr, sehr stark an das oberösterreichische Team. Zweite Map sehr, sehr konstant, sehr, sehr gute Leistung von Wien. Und mal gucken, was jetzt hier Mirage noch bringt. Die dritte Map, die Decider Map. Das kann auf jeden Fall sehr, sehr lustig werden, weil das ist die alles entscheidende Map hier in den Playoffs. Wer verliert, kommt ins Lower Bracket. Damit habt ihr jetzt nochmal Zeit, auf Toilette zu gehen, euch was zu trinken zu holen. Was weiß ich, eine zu rauchen. Euch einfach den Wodka an den Hals zu setzen. Wie kann man beim Giveaway mitmachen? Ich habe im Moment nichts da. Ich habe vorgestern oder so das letzte Mauspad rausgehauen. Immer wieder so 2-3 Mal im Monat haue ich was raus. Ein Mauspad, In-Ears, vernünftige In-Ear-Kopfhörer oder ähnliches. Ja. Aber halt nicht streamen. Das kann ich mir leider auch nicht leisten. Würde ich gerne, aber kann ich nicht. Dann gehe ich auch mal zu trinken holen. Ich sag mal, bis gleich. Wir sehen uns wieder auf Mirage.
Cause we are trying to find a way to feel. If I could sleep, I'd dream of what we'd be. But I can feel you slip further from me. Oh, it makes it hard to be when you are all that I want. But don't ask, and I'll run into the sea. Follow this heart that escapes me. It escapes me. Das hier ist kein Bass, den du hörst. Das hier ist mein verfetteter Herzschlag.
Mic drop. Ah, ich hoffe, ich hab genug Luft für den Part. Yeah. Ich habe Hunger wie ein Bär, Digga. Sprungmassen-Style. Wegen mir ist der Pommesbuden-Umsatz so geil. Und ich komme mit den Leuten für alle Doppelschnitzel. Was guckst du denn so doof? Mach mit Mayo und zum Mitnehmen dazu noch ein Salat. Bitte was? Ich meine Fleischsalat. Danach noch in die Metzgerei. Mal sehen, was der Fleischer hat. 2 Kilo Crystal Meth. Danke sehr, bis morgen. Junge, wie ein Raubtier muss ich mein Fleisch besorgen. Doch ich kann nicht rennen. Deswegen ruf ich an, Mensch, Digga. Natürlich bei meinem Lieferanten. Hallo? Einmal so wie immer die Portion für Elefanten. Als okay. Nachtisch noch Eis von Magnum mit Mandel. Aha, das ist der Doppelkinn-Star. So, und damit geht's weiter mit der Knife Round Wien gegen Oberösterreich. Und Danny diesmal wieder auf der Seite von Oberösterreich. Da wird geschnetzelt, was das Zeug ist. Light gegen Song Minio und Oberösterreich schnappt sich die Knife Round, damit seien wir bei Ihnen. Möchten stayen, möchten auf City-Seite starten und damit kommen wir zu meiner Lieblings-Map. Mirage. Best Map EU West, will ich mal behaupten. Soll ich straight Richtung A gehen? Geschneakty, peaky, sneaky, beaky hier Richtung A. Wir haben 2 Spieler auf dem A-Spot. Einer an CT, einer direkt hinter Firebox. Wir haben 3 Leute direkt in Palace Bombe, kommt über Ramp, über Action. Oh, Alex ist natürlich hier direkt verbrannt, wussten wir natürlich klar, dass er da direkt steht, wird direkt gespottet. Schöner Headshot von Song Minio. Direkt hier mit 2 Frags. Light hier mit RQN zusammen, 2 Frags. Und es ist hier nur noch Danny, Last Alive, der Stand-in für Oberösterreich. Gegen 3 Spieler mit Saras und Song Minio. Super Low HP, müssen nur einen Treffer abkriegen. Und sind dann durch. Oh, Aimpunch des Todes. Kann er den Spieler mit viel AP rausnehmen? Wieder mal gefackt von Mitsaras, der da einmal komplett über T-Spawn rotiert und ihm da umläuft. Und damit steht es hier 1-0 für Wien. Trelli, danke dir auch für deine Donation. So, bauen wir jetzt hier über Mitte, wollen jetzt die komplette Mitkontrolle übernehmen. Gucken, wo es dann hingehen soll. Soll anscheinend Richtung kurz gehen. Rett hier kurz durch.
Danny hier mit einem schönen Frag, wieder mal gerefragt von Nino. Da sitzt der Frag dann doch noch so ein Minion, nimmt da Danny raus aus Apps. Bombe wird jetzt hier für Apps und kurz gelegt. Light hier mit der Diegelstelle des Todes. Alex hier mit einem weiteren Frag. 2-on-2, 2-on-1. Jetzt ist hier nur noch Smoker Hunters alleine. Muss jetzt hier die Waffe picken. 1-on-1. Ja, das ist die Runde für Mukem. Hat er die bessere Position von oben? Null zu zwei damit für Wien. Und ich weiß nicht, wer es war von euch. Mit dem netten Kommentar auf meinem Profil. Danke dir auf jeden Fall. Freut mich zu hören. Ich habe lange nicht mehr gecastet und keine Ahnung. War kurz auf einfach komplett dann alles hinzuschmeißen, hat Carsten. Letzte Zeit. Ja, mal gucken, was das Ganze jetzt hier noch bringt. So, jetzt seht ihr direkt gedroppt, geschaut, der Feldritt mit Saras. Gibt ihn da, dreht es da und kann direkt den zweiten Frag setzen. Nino ist hier noch unterwegs auf dem A-Spot. Mukem schiebt direkt hinterher mit der Bombe. Kann jetzt hier die Bombe legen. 3 gegen 5 Situation. Xavi mit der Tech 9 geht dann down, aber gegen Light. Ich pisse, dann danke ich dir. Habe ich mir schon gedacht. Und jetzt ist hier 2-on-4. Und da kommt die Galle von Nino. Und eigentlich hat jetzt hier Smoker und das eine sehr, sehr gute. 2. Sehr, sehr gute Posi. 3 wollte ich drücken. Aber wird er nicht mehr viel machen können. Sind jetzt alle wieder on-spot. Da kommt noch kurz schon. Kann er vielleicht jetzt eine Waffe durchbringen? Nein, fällt gegen Ninos Galil. 3-0 für Wien. Damit steht es hier wirklich das 3-0. Erste Buyround für Oberösterreich. Doppel-AWP. Direkt Danny und Light mit der AWP unterwegs. Mal gucken, was sie damit hier für Schaden anrichten können. Oh, Nino geht direkt auf 20 HP. Wird komplett einmal alles abgesmoked. Der droppt dann nochmal Richtung Mitte runter. Soll also Richtung A gehen, so wie es aussieht. Ja, Quinn wird da jetzt auf jeden Fall Action kriegen. Wird abgesmoked. Kann er nicht viel machen. Da kommt jetzt die Granate. Die wird da auf jeden Fall der Todesstoß sein. Nino stand da so weit weg. Da kam noch die zweite Granate. Und damit sind alle Spieler auf der T-Seite. Low HP 5 HP. 20 HP 5 HP. Das sollte eigentlich ein leichtes Spiel sein für Oberösterreich, wenn alle Spieler so Low HP sind. Zwei Spieler immer noch an A. Nino hier mit dem Frag auf B. Aber RQN hier mit zwei Frags und Danny setzt dann nochmal mit der AWP nach 1-3. Damit geht die Byron für Oberösterreich. Also die Byron für Oberösterreich an Oberösterreich. So herum. Reden ist manchmal sehr, sehr schwer. Ah. Ich hoffe einfach nur, dass ich euch hier heute Abend halbwegs unterhalten kann. Erquenny mit dem Movement-Gott. Wir nennen ihn nur noch den Movement-Gott. Er jumpt dort aus Window raus Richtung Kurz. Wir stehen dort schon Richtung C. Da kommt nochmal die Granate mit Saras nur noch auf 70 HP. Wird dort auch direkt gefragt. Danny hier mit dem Frag aus Kitchen heraus. Oh, mich pese. Wow. Wute, du, ja, du kennst mich schon länger als alle anderen. Ungefähr. Frage, Bombe rotiert nochmal über T's von Ramp. Ramp. Rampe steht dort schon. Die Deutsche schon echt schwer gerade. So, Mukem hier mit dem Flag gegen Smoker Hunters. Jetzt geht's hier on spot. 4 gegen 2 Situation, AWP. Danny damit Bombe down. Kriegt da nicht hin. Das hat ihn gar nicht mehr getroffen da oben. Aber Alex schnappt sich dort den Frag zum 2-3. Da habe ich mich versprochen.
Oh, wieder hier die Taktik, die sie auch erste Runde gefahren sind hier. In A-Split zu spielen. Über Palace und der Spray. Alex rennt mit zwei Smoke Counters mit zwei. Und jetzt ist es hier nur noch Mucken. Ganz alleine Palace. Und Alex geht da mit dem 3K raus. 3 zu 3, damit alles wieder ausgeglichen. Und wenn ich mich Pese lese, muss ich immer Milchpese denken. Dann muss ich immer an Milchreis denken. Oh, bitte bin nicht um. Ganz ehrlich, nicht um. End der coole Dude. Leute, geht schon nur noch auf 40 HP. Also stehen jetzt hier schon wieder ready für einen Argo. Zwei an Mitte, einer Rampe, zwei Palace. Oh, da ist Mukim lucky gewesen. Wieder direkt gerippet von Smoker Hunters. Der fällt auch direkt an Ticket. Shabi, da wird nochmal abgesmoked. Nino pusht einfach mal durch den Smoke und wird jetzt hier den Zielspieler einfach mal rotieren. Kann dann den Frag setzen. 3 zu 4, da wird noch Doppel-AWP mitgenommen. Nino gerade ernsthaft noch die AWP weggeschmissen. Er hat ernsthaft die AWP noch weggeschmissen. Udi, du wirst wild. Ich will heiraten nicht. Hätte ich meine Kinder. Das würde ich schon tun. Dann. So. Bombe liegt schon mal Richtung BNT-Apps. Warten wir mal auf das Go, dass dort irgendetwas passiert. Jetzt hier über Mitte nochmal unterwegs und soll aber anscheinend dann über kurz gehen, denn Richtung A steht dort nur noch. Song Mino, schöner Crack, kann er direkt noch einen zweiten setzen und damit wird es ja auf jeden Fall der B-Go. Jetzt kommen wir, er riecht, dass da noch einer steht, kommt da schon, das ist unglaublich, er riecht, dass da noch ein dritter Spieler steht auf B. Aber da gibt es direkt die Retourkutsche von Smoker und das mit der M4 mitten ins Gesicht. Aber Ladder Room steht dort schon ready. Da kommt jetzt die Granate. Und Alex hier nur noch mit 4 HP. Sollte da auf jeden Fall versuchen, seine M4 durchzubringen. Und damit wäre das die fünfte Runde für Wien. Jetzt heißt es ja Hacken, Gas und Rennen, was das Zeug hält. Aber er fällt noch da an Shabi im T-Spawn. 3 zu 5. Damit baut Wien. Kennt er das? Wenn ihr so viel Mist labert, dass einfach vergeht. Das hab ich gerade. So Wörter, Satzbildungen, die ich mache in meinem Kopf, ergeben einfach keinen. Wien baut jetzt hier die Führung aus. Mal gucken, was jetzt hier Oberösterreich in der Eco-Runde machen können. CZ, 5-7, Deagle. Geht's hier Richtung Bombe, liegt immer noch T-Spawn. Aquarian mittlerweile down. Und wo es jetzt hier hingehen soll. Shabi. Jetzt hier aus Palace raus.
Schönes Brett hier von Alex. Wieder Brett gerefragt von Mucke. Das ist hier 3 gegen 3. Light hat mittlerweile eine AWP. Smoke on das mit der Deagle. Nimmt er den angefragten Song Minio raus. Was steht das 3 gegen 2 Bombe gegen die CTs? Wir haben kein Kit. Ich weiß nicht, ob da Onspot noch irgendwo eins liegt. Sie müssen jetzt auf jeden Fall drauf da. Bombe liegt für Rampe. Connector rotiert da auch schon, was sehr, sehr gut ist, was er da macht. Kann er nicht abusen und damit reicht gleich einfach die Zeit nicht mehr. Ja, die Zeit reicht nicht aus, um die Bombe da zu defusen. Da wird schon Mac weggerannt. Was soll ich hält? 6 zu 3 für Wien. Und damit noch eine weitere Runde. Ihren Vorsprung aus. Wird Pause gecallt. Aber sieht normal aus. Dass Alex da ein bisschen Probleme hat mit Lags. Aber wir können jetzt hier weitermachen in Runde 10. Kappa. So, jetzt muss hier der Frack fallen. What? Nimmt einen halben Meter über seinen Kopf, trifft aber instant den Headshot. Der Richtung A mit der Bombe. Alex fällt auch direkt. 4 gegen 3 Situation. A-Spot komplett clear und alle CT stehen dort auf dem B-Spot. Müssen jetzt hier schnell mit Hackengas zurück. Da kommt der Molotov direkt für Jungle. Rudi, dann solltest du aufhören zu wichsen. Ganz ehrlich. So, Connector hält, denke ich mal, jetzt sehr, sehr schnell RQM. Kriegt er den Headshot. Das war eigentlich predictable. Two on three, da kommt nochmal eine Flash drüber. Frack sitzt auch Mist mit Saras hier 3 zu 7. Sie bauen hier die Führung immer weiter aus. Hier auf der T-Seite auf Mirage. Und das ist wieder so, dass Oberösterreich da sich echt jetzt ganz, ganz schnell fangen muss und Runden holen muss. Ich pisse, ja. Bei mir ist es halt so, ich muss halt einfach sagen, ich bin nicht der Taktik-Freak, so dass ich halt alles analysieren kann. Ich versuche halt einfach das Ganze jetzt so entertainment-mäßig wie möglich rüberzubringen. Einfach, dass alle ein bisschen Spaß haben, so alle gute Laune haben. So und eben Spielsystem da auseinanderzubringen. Kann ich mir auch solche Sachen einfach mal rausnehmen. Natürlich hassen das viele Leute, aber ich finde, das ist eine Sache, die man hassen kann. So, jetzt gibt es hier die Flash mit Saras hier. Möchte dort auf dem Baseball Short, steht auch schon ready. Erquen mit einer Deagle. Steht unter Apps direkt. Wurde nicht gespottet, kann den Schuss nicht setzen. Muss da nochmal nachsetzen. Jetzt gerefragt von Shabi, der aus Apps rauskommt. Damit steht es 3 zu 7. Alex, last alive hier auf A-Spot. Mal gucken, ob er hier noch eine Waffe mitnehmen kann. Da muss der Schuss sitzen. Den nimmt er ganz gut raus. Wieder bei Refract von Song Minio 3 zu 8. So, Hamburg erstmal als einziges Team 2-0 über Gegner drüber gefahren.
Ja, sehr geil. In dem Motor sehr, sehr geil. Freut mich für euch. Sehr cool. Gegen wen habt ihr denn gespielt? Eso. Oh. Mein Humor. Granate kommt, die macht ordentlich da. Holy shit, macht die viel Schaden. Nino auf 13 HP, Song Mini auf 8 HP. Danny hier mit dem Frag gegen Nino. Molotov kommt direkt an, Van. Ich glaube, Rudi ist noch nicht in dem Alter, wo man wählen geht. So, Mukem jetzt hier in Ladder Room. Kriegt jetzt gleich das Duell gegen Danny, so wie es ausschaut. Wenn den der jetzt nicht zurückzieht. Ich denke mal, dass Mukem definitiv weiß, dass er dort steht. Gegen 3. Alex mit dem Frag kriegt aber direkt das Höllenbrett von Mitsaras. 4 gegen 3 Situation. Song Minio immer noch auf 8 HP. Das ist jetzt hier der A-Spot. Oh, dass er da verschossen hat. Leid. Oh, da kommt der Schuss nicht durch. Ticket durch. Danny vom Connector aus nimmt sich da den Frag. Aber Leid hier mit dem wunderschönen Warbang gegen ihn. Song Minus steht jetzt sehr, sehr offen. Sehr, sehr offen. Und da gibt es den Headshot von Danny. 4 zu 8. Damit hier die Runde für Oberösterreich. Leid, wunderschöner First Track hier in der Mitte gegen Mitsaras. Nino wollte da einfach nicht schießen, also er folgt dem Gegner da komplett auf den Kopf, aber drückt nicht ab. Wird des Hasses mal geprefired. Oh, FPÖ. Was macht ihr da im Chat? Hört auf, den politisch zu machen. Ich töte euch alle. 3 gegen 1 Situation. Shabi last alive hier. Gegen 3 wird rausgenommen von Smoker und das dort in Front. Ich hoffe, ich fange schon wieder an, Englisch zu reden. Weil mir das deutsche Wort nicht einfängt. Vor. Vor Sandwich. Oh, Light hier hittet er an, muss er nochmal nachsetzen mit seiner 5-7. Kann da direkt den Frag setzen. Super, jetzt kommt ihr mit eurem Bergdeutschen, ich verstehe nichts mehr. Sehr, sehr geil. So, der Frag muss jetzt fallen. Schönes Ding von ihm, muss er am zweiten auf jeden Fall setzen. Erquen hier und Danny teilen sich da die Frags. Und Erquen schnappt hier auch noch den letzten 6 zu 8. Es scheint hier, dass Oberösterreich jetzt hier ins Spiel gekommen zu sein. Scheint. Nein. Ne? Und damit können wir uns jetzt hier auf ein sehr, sehr spannendes Match freuen. Beide Teams müssen jetzt hier echt Gas geben. Letzte Runde der ersten Halbzeit.
Small Contest mit dem Track gegen Song Minyo. Bombe Richtung A unterwegs. Ah, Light hat sich da ein bisschen zu viel getraut. Air Cranium mit dem Frag. 3 gegen 2 Situation. Jetzt wird nochmal die AK gepickt. Oh, da hätte der Frag fallen müssen. Da wird abgesmoked. Jetzt können sie nochmal zurück on spot rennen. Jetzt sind sie aber abgesmoked. Da kommt der Molotov. Und jetzt kann er dort diffusen in Ruhe mit Kit. Aber er kriegt da den Frag nicht mehr rechtzeitig. 7 zu 8 damit Halbzeit. Sehr, sehr ausgeglichen, nachdem Oberösterreich dort endlich ins Spiel gestartet ist. Und damit freue ich mich auf eine sehr, sehr spannende zweite Halbzeit. Wien damit auf CT-Seite und Oberösterreich auf T-Seite. Ihr könnt euch nochmal jetzt hier das Scoreboard angucken. Ihr seid Assis, hört auf mit eurem verdammten Bergdeutsch. Ich schwöre es euch, egal was für ein Aber Orschkrotzelschworf, ne? Ist der Bescheid. Das einzige Wort, was ich kenne. Orschkrotzelschworf. So war das doch, ne? Ich habe mir nämlich während der deutschen Ländermeisterschaft in den letzten Spielen alle beigebracht. So, jetzt kommen hier die USP-Klicks. Nino mit einem schönen Frag. Mit Saras mit einem weiteren. Aber auf B ist da das Hasse schon Action. 4 gegen 3 Situation. Bombe kann jetzt hier gelegt werden. Oh, Schkatzenschwurf, sag ich doch. Aber da müssen jetzt die Frags fallen. Erquin, last alive. Oh, was? Was? Holy shit! Holy shit, Erquin! Das wäre der Klatsch des Hasses gewesen. Wäre das krass gewesen. Holy fuck. Fuck. So, Farmers 5-7 auf CT-Seite. Auf T-Seite sehen wir Glock Tech 9. Mal gucken, soll ich straight Richtung B gehen? Da wird direkt Smoke geschmissen, kommt da jetzt nicht durch. Report ist raus. Half-Life TV confirmed auch schon, dass da der Wack raus ist. Und damit starten wir jetzt hier in eine weitere Runde. Oh, Futter, ich kick dich gleich, Alter. Ich bann dich gleich. Das hasse es, Alter. Rede Hochdeutsch, Arschloch. So, jetzt kommt hier auf jeden Fall der Bego. Sie rennen da in die CTs rein. Dort steht noch einer links hinter der Ecke. Der muss jetzt fallen. Da kommt die Tech 9. Fliegende Tech 9. Ja, Quinn. Unterwegs ist gelandet. Aber die Bombe kann nicht gelegt werden. Da kommt die UMP, die verschießt. Und jetzt hier Mukem. Muss nochmal nachsetzen mit der Pharma 7 zu 10. Für Wien. Wir könnten auch einfach Plattdeutsch reden. Hab ich noch zum Teil von meiner Oma und so. Plattdeutsch. Prat in Plattdeutsch. Das ist holländische Deutsch. So, das ist so geil. Aber ich kann es halt einfach ganz minimal. So, damit hier die 18. Runde am Start. Farmers. Komplett Farmers auf CT-Seite. Und eine AWP. Gucken, was jetzt hier der Plan ist. Es soll hier Richtung A gehen. Die Smokes kommen, Flashes kommen, Molotov direkt hier Palace rein. Sehr, sehr gut, um einfach den Palace zu delayen, um sich da um Action erstmal zu kümmern. Jetzt muss der On-Spot fallen. Da wird die Kiste gebankt. Da fällt auch direkt der Frag.
Jetzt nochmal runtergedroppt über die Leiter. Sieht man auch sehr selten, dass irgendjemand über die Leiter mal geht. Schöne Flash, macht dort aber keinen blind. Oh, kommt da jetzt der Frack durch Ticket? Er wartet nur darauf, dass Ticket dort nach vorne schiebt. Und da fallen nicht die Fracks. TT ist immer noch bekannt. Der kommt jetzt, wird hier gebankt von Alex. Alex kann sich noch einen zweiten Frag garantieren. Und mal gucken, ob er sich auch noch einen dritten holt. Oder jetzt fällt hier gegen die Farmerstung Sominio. Sominio hier gegen drei. Bombe tickt immer schneller. Shabi ist auch noch am Start. Der fällt jetzt aber auch zeitgleich wie Sominio. Und damit das 10 zu 8. Damit geht die Runde an Oberösterreich. Ist ganz dir überlassen. Als Deutscher hast du eh Geldkappe. Au. So, da wird durchgepusht. Die Flash machte dann nicht wirklich was. Da muss der Fleck jetzt fallen. Der fällt auch direkt. Oh, aber noch einen zweiten kriegt. Der kriegt noch einen zweiten. Oh mein Gott, Sominio. Sowas darf einfach nicht passieren. Erko, er nimmt dann ein. Mal, RQN, jetzt reicht es aber hier mit deinen Headshots. Holy fuck. 3 gegen 1, Muckim lässt hier live hier mit seiner UMP. Hinter der richtige Corner ab. Bekommt ja eh die Mitte gerade raus. Das wird immer hier richtig spannend, aber RQN mit der AK gleich dort wieder aus zum 9 zu 10. Es wird hier des Hasses spannend einfach. Da kann ich auch einfach hier mal richtig hier mit Hass einfach. Richtig mit Hass. Und damit 20. Runde. Oh Gott, das sneakt sich hier vor. Mich Piese, danke dir auf jeden Fall für deinen Support. Holy fuck. First Track, Smoker Hunters. Gleichzeitig fällt aber auch Erquin dort in Palace. Jetzt ist natürlich die Frage. Oh, der macht noch nicht viel Schaden. Der muss jetzt fallen. Smoker Hunters dreht sich um, kann aber den zweiten Frag nicht setzen. Ey, mich Pese, danke dir auf jeden Fall für deinen Support. Holy fuck. Und damit jetzt hier Danny Light und Alex gegen 4 Spieler von Wien. Gucken, ob sie jetzt da auf den B-Spot kommen. Molotov sitzt auf jeden Fall. Danny, sehr, sehr schön gemacht. Smuckt da nochmal ab und sie checken dort nicht die Corner. Aber er fällt. Alex kann da doch noch den Frag setzen gegen Sominio. Und jetzt ist es hier 2 gegen 1. Shabi ist the last alive. Auf CT-Seite ist bekannt. Dort im Apartment. Und da sitzt das Crosscover. 10 zu 10, damit Ausgleich. Hier geht's nochmal richtig heiß her. Heißer wie das Frittenfett von der Tante. Die an der Pommesbude arbeitet. Eine Tante, die an der Pommesbude arbeitet. Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Heißt ja wieder Frittenfett bei Nordsee, Burger King oder sonst irgendetwas. 10 zu 10. Ey, beste Map. Ich liebe diese Map. Und Dani, du hast gerade noch 5 Spielstunden maximal in Counter-Strike. Ja? Als. Dani ist nämlich so eine Möchtegern-YouTuberin, die Minecraft-Let's Plays macht. Mit 30.000 Abos auf YouTube hat. Die Minecraft spielt. Man keine Ahnung hat. Die schöne Frecke von Alex. Nimmt Nino dritte aus Window raus. Kurz. Steht dort auch noch parat.
So, Mucke mir mit dem Frag gegen Alex. 2-on-2. Oh, Light verschießt dort. Oh, das wäre die Chance gewesen. Da gibt es direkt die Retourkutsche von Mucke. Bombe liegt dort oben einfach down. Olli, ich habe dir sogar dein Essen bezahlt. Mucke mir on point mit dem Aiming 11-10 damit. Ich hab dir Essen bezahlt. Aber Light throwt hier ganz ordentlich rein. Papa. So, damit 22. Runde. 10-11. Bin hier Shabi mit der Farmers. Genau, Milchreis. Richtig. So, warten jetzt sehr, sehr defensiv. Alex steht schon wieder underground. Hat Lightning gerade ernsthaft durch die Smoke geholt? Atlanta, Gruppenphase beginnt. Die Ads Face Clan gegen Gambit auf Overpass. Schauen Sie dem Spiel unter Reiter Zuschauer im Hauptmenü an. Nein, tut mir nicht. Ich hab dich mit Otto spielen. Reichen. Cyber. Oh, da sitzt der Frag nicht. Oh, da gibt es direkt den Aim Punch des Todes. Kommt die Flash, die geht auf 12 HP. Flash hat nur Palace gesetzt. Jetzt sind wir da zu zweit. City Spawn, denken sie da. Molotov kommt nach, da fällt auch Smoke on. Das direkt mit dem Frag gegen Shabi. Vielleicht Disconnect wegen Major. Easy. Das ist ja nur noch Song Minyo. Seine UMP durchzubringen. Aber denn. Die riechen sich da gegenseitig. Die haben alle so Masken auf und riechen einfach die Gegner. So. Die hätten die 5 Tage nicht geduscht. Wäre schon irgendwie lustig, wenn es so ein Add-on für CSGO gibt. Mit 11-11. Es wird hier das spannendste Spiel des heutigen Abends einfach. Frühstück, ey, aber 22 Uhr Frühstück ist bei mir verstandard, ich schwöre. Also, ganz ehrlich. Wir hypen an. Wir hypen einfach mal für das Major. So, bauen wir jetzt hier Richtung B unterwegs. So, ob. Boah, schönes Ding hier von Light. Aimt da nochmal Richtung. Window ab, kann er direkt noch einen zweiten Frag setzen gegen Nino. Smoke on, das dritte hier in Supermarkt rein, in den Shop rein. Drinne rein. Das ist die Bomb, ist der Bombplant für Oberösterreich 5 gegen 2 und es sollte eigentlich eine safe Runde sein für die. Es sollte die safe Runde für Oberösterreich sein mit Saras. Mit der Diegel ist auf jeden Fall schon mal bekannt. Hier denke ich mal jetzt, er hat nur eine Deagle, hat eigentlich nicht wirklich was zu helfen, kann auf Entry, auf Exit-Tracks gehen. Und Song Minyo steht dort ready, um da ein paar Gegner rauszunehmen. Die jetzt hier Jungle reinkommen, da ist der Erste, kann also die AK picken. Jetzt heißt hier Hakengas, Waffe saven. Saras. Kann vielleicht noch eine, nee, kann keine mehr rausnehmen. Damit steht es hier 12-11 für Oberösterreich. Haben jetzt hier die Führung übernommen. Und die wird es nochmal richtig, richtig spannend.
ja gehört, das Gewinnerteam der beiden Teams donierte mir erstmal 100 Euro. Ha! Hab ich gehört. Ich glaube, die wissen nur noch nichts davon. So, mucke mir mit dem First Track. Was ist mit dir los heute? Instant Gaming, nur Scheiße. Nur Probleme mit gehabt. So, da kommt die Flash, die macht da nicht wirklich viel. Smoker und das mit dem Frag gegen Ladder Room von Mitte aus. Schönes Ding von ihm. Jetzt ist die Frage, wo soll's hingehen? Es soll Richtung Big in Bombe. Ja, in Apps rein. Haben jetzt hier zwei Spieler noch auf B, haben einen noch dort hinter Jungle stehen, also CT. Und einen dann A, der pusht jetzt immer weiter vor, kann also Info sammeln, dass A einfach komplett frei ist. Und dass es hier Richtung B gehen soll. Alex hier mit dem Frag, Smoker und das mit dem Headshot. Aber sie checken hier nicht, sie checken hier nicht. Alex muss da nochmal nachsetzen. Es hätte sehr, sehr gefährlich werden können, hätte da Shabi nicht geschossen. Bombe liegt immer noch nicht. Er muss jetzt endlich mal die Bombe legen. So, 15 Sekunden noch auf der Uhr. Und es ist nur noch Mucke. Okay. 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 Auch gar nichts mehr dazu. Kann man ja mal machen. Also ich krieg's nicht hin zu Bunnyhoppen in CSGO. 1 von 6 ging das noch. Ja, Bunnyhoppt einfach mal durch die halbe Map. Schau mal, was ich kann. Wir muckern. Dani, ich möchte hier keine Sponsoring-Scheiße haben. Alles klar? Snitch. 13 zu 11 für Oberösterreich. Checkmate, wow. Ihr killt mich hier im Chat, ey. Besonders hier der mich Pese, ey. Holy fuck. So, Molotov kommt für Palace. Kann da keine machen. Smoker und das. Die Oberösterreicher sind jetzt hier on point, sind jetzt hier on fire und wollen das Ding jetzt hier ganz schnell nach Hause bringen, so wie es scheint. Haben jetzt hier wieder richtig Bock drauf, sind jetzt hier im Spiel angekommen. Und jetzt wird es hier nochmal richtig spannend. 13-11. Wien muss jetzt hier auf jeden Fall nochmal nachholen. Fünf gegen zwei. Und es sieht so aus, als hätte Wien hier echt Probleme. Money-technisch sind sie komplett broke. Die müssen diese Runde holen. Schönes Ding. Kann er einmal, kann er zwei machen. Ah ja, Quinny mit diesem Brett. Aber one on two. Jetzt kann er nochmal eine AWP gesteppt werden. Aber sie haben kein Geld. Sie müssen jetzt hier mit 2000 Dollar forcen. Müssten aber mittlerweile auch im Loser-Bonus drin sein. Jetzt nach vier verlorenen Runden. Ja, sind im leichten Loser-Bonus. Und man sieht das jetzt hier auch, was sie kaufen. Also eine M4 war drin. Eine 5-7 mit Kevlar. Eine UMP. Also sind da komplett im Mix. Bei Gott noch eine zweite AWP kaufen. Ja, richtiger Gigolo, Alter. Was ist denn nur los? Richtiger Gigolo, das wollte ich sagen. Oh. Kill, Leute. Granate macht da nicht wirklich Schaden. So, mal gucken, was jetzt hier Phase ist. Bombe steht hier schon ready für den B-Spot. AK
kann ich denen aber nochmal ein paar Smokes zeigen hier auf dem B-Spot. Für Kitchen Window, die können wir noch einfach schmeißen. Schönes Ding hier von Shabi, kann er einen rausnehmen. Wieder aber der Echo-Refact von Danny. Kurz steht da noch, der muss jetzt dort fallen. Der fällt jetzt auch, kriegt den Headshot von Alex. Kitchen steht da aber auch schon parat. Und Erquin kommt da von hinten. Mit dem Presslufthammer angerannt. Oh, da macht er keinen Schaden durch, da kann er nicht bangen. Schöner No-Scope, der zweite saß nicht. Oh, da kam der Hit, aber die AK sitzt da besser. Jetzt ist nur noch RQN. Holy shit, diese Granate hätte beide eigentlich mitnehmen können, aber die Zeit reicht nicht aus. Die reicht nicht aus. 14 zu 11. Holy fuck. 14, 5, ach sorry, 15 zu 11. Zeit ist abgelaufen. 15 zu 11 für Oberösterreich. Matchpoint. Holy fuck, einfach nur. Da kann man nichts mehr zu sagen. Außer holy shit. Alle wieder straight Richtung B gehen. First Track. CT ist mit dem Frack an Smoker und das danach ist Song Minion direkt gefallen. Oh snap. Mucke mir mit dem Frack an A. 3 gegen 5. Oberösterreich jetzt hier am struggeln so ein bisschen in der Runde. Ganze gibt es auch nachher wieder als Video auf meinem YouTube-Kanal, morgen oder übermorgen. Na, irgendwelche Szenen verpasst habt, wenn ihr da Bock drauf habt, schaltet da auf jeden Fall dann nochmal ein. Lohnt sich auf jeden Fall bei dem Match. So, Bombe jetzt hier nochmal Richtung A, Sneaky Beaky unterwegs. Alex deckt hier die Mitte, wird gleich versuchen, die ihren Spieler rauszunehmen. Momentan steht nur ein Spieler in Palace an A. Wir haben noch einen Spieler. Oh, Palace wird jetzt hier Action kriegen. Hier tief. Weiß nicht, ob er gespottet wurde dort. Aber direkt zwei Spieler. CT 14 Sekunden noch auf der Uhr. Sie haben jetzt keine Zeit. Sie müssen jetzt legen. Light und Alex, die direkt mit zwei Frags. Sie spielen das hier sehr, sehr gut, aber Nino hier mit der AWP kann... Das geht ja schneller, als ich gucken kann. Direkt der Frag, 15 zu 11, One-on-One, Alex gegen Nino. Und da ist das Ding. Das Ding ist zu Hause, Oberösterreich, 16... 16... zu 11 geht damit das Match an Oberösterreich. 2 zu 1 nach Maps. Holy fuck, einfach. Was ein Match. Also mehr Action konnten wir euch liefern. Wir haben überkrasse Schüsse gesehen, überkrasse Frags gesehen. Was ein Abend. Es war nur geil. Ich freue mich, dass so viele Leute da waren heute Abend. Ich hoffe, dass ich nächste Woche Mittwoch dann auch nochmal casten darf. Und da schauen wir mal, dass wir uns dann vielleicht nächste Woche weitersehen. Remember, ja mein Gott, 7 Tage habe ich immer. Kennt ihr doch von mir schon. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Wie gesagt, in ein, zwei Tagen gibt's dann... das VOD auf YouTube. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich schicke euch mal zu dem Aero. Haut rein!